Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute soll es um die iFi-Karte gehen. Ich habe hier die Version GeoX2, welche automatisch Geodaten mit aufzeichnet in der 4 GB Version. Ja, die Karte ist kompatibel zu Windows-Computern oder Mac. Ja, hier hinten könnt ihr einmal ein paar Leistungsdaten erkennen. Merkmale, Speichern von Fotos und Videos, 4 GB Speicher, Geschwindigkeitsklasse 6. Kabellose Übertragung von Fotos und Videos zum Computer und zum Online-Fotoalbum. Geotagging von Fotos durch Wi-Fi-Positionierung und Darstellung auf einer Landkarte. Das ist dann halt mit dieser Positionsbestimmung gemeint. Automatische Löschung, Endlosspeicher, also ihr könnt die Karte einsetzen und dann sozusagen als Endlosspeicher benutzen. Die Daten werden automatisch auf eurem PC oder Mac hochgeladen. Per WLAN, was ja auch eigentlich dieser Zweck ist, dieser Karte. Und dann werden die Bilder, Videos automatisch gelöscht. Bei dieser Karte könnt ihr nur Fotos und Videos rüberladen. RAW, Dateien, EAW könnt ihr nur bei der Professional Card rüberladen. Ja, die Karte ist entsprechend teurer, diese hier, als normale Speicherkarten. Ja, sie hat ja integriert auch noch ein WLAN-Modul. Das ist nicht zu vergessen. Aber trotzdem, diese kostet um die 40 bis 50 Euro. Die höheren Modelle gehen bis zu ca. 80, 90, 100 Euro. Ja, da muss man sich überlegen, ob man das wirklich dafür ausgeben möchte.